heute mal, hallo Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychotherapeut. Jetzt haben wir mal eine schöne Mail so zum Thema, mal nicht Liebesbeziehungen, sondern Bindungsstile im Beruf. Wie sich da es ausspielt, haben wir eine Lehrerin und Schüler und es spannend, sehr spannende Mail. Lieber Hemschi, ich weiß, es geht bei dir eher um Dating und Liebesbeziehungen, aber Bindungsstile lassen sich ja irgendwie auf alle sozialen Interaktionen übertragen, denke ich. Daher hier meine Geschichte, meine Frage. Ich bin in den 30ern und arbeite als Lehrerin. Familiäre Vorgeschichte, bla bla bla. Seit einem Jahr bin ich in Therapie, bla bla bla. Obwohl ich mittlerweile Expertin im Bereich Narzissmus sein sollte, gerate ich trotzdem oft noch an versteckte Narzissten. So 99% männlich. Keine Sorge, es gibt genug Frauen, die so sind. Obwohl mich das selbst schon so derart nervt und ich auf einer kognitiven Ebene eingesehen habe, dass man ihnen nicht helfen kann. Ich würde gerne alle retten. Wenn sie sich nicht selber helfen lassen wollen, finde ich mich trotzdem oft in Situationen wieder, in denen ich versuche, die Unverfügbaren verfügbar zu machen. Das geht nicht gut. Es ist ein altes Muster, ob du dir das passt oder nicht. Hört auf, Leute retten zu wollen. Rettet euch selber. Wirklich. Es geht so weit, dass ich sogar teilweise das bei meinen Schülern mache. Wenn die einen auch hilflos traurig machen, was sie vielleicht auch tatsächlich sind, aufgrund der eigenen Familiensituation, schießt bei mir sofort der Impuls zu helfen an und ich verbringe den ganzen Tag damit zu überlegen, wie ich den Unterricht interessant und aufheiternd gestalten kann. Lass den Scheiß, mach dich glücklich, echt, hör auf, andere retten zu wollen, die haben dich ja vielleicht schon 5-mal verarscht, aber ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, es spielt keine Rolle, hör auf zu retten. Mach deinen Job gut, sei ein gutes Beispiel, mach einen guten Job, sei eine gute Lehrerin für ein nice, geiles Leben. Das ist das Beste, was du machen kannst für die Welt. Kurzum, ich möchte Ihnen einen sicheren Hafen bieten. Ja, aber es geht, wie du siehst, auch hier, wie wir gleich hören werden, es geht nicht gut. Im Hinterkopf immer mit der Hoffnung, dass sie lernen, es ist okay, echt zu sein. Was sie lernen, ist aber auch, dass du dich ausnutzen lässt wahrscheinlich. Ich will sie daran bestärken, ihre Masken abzulegen. Bei einigen hilft das. Aber bei denen, die es am meisten bräuchten, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eben nichts bringt. Also die du jetzt scheinbar hier als sehr egoistische Schüler einschätzt. Weil nie irgendwas hilft, weil sie nie zufrieden sind und nichts, was man macht, jemals gut genug für sie ist. Ja, natürlich können auch Schüler in so einer Art Opferhaltung sein. Ne? Weil sie, ja. Man kann ihnen einfach keine Sicherheit bieten. Hör auf, sie rennen zu wollen, echt. Weil sie schon von vornherein beschlossen haben, sich nicht darauf einzulassen. Was mich wahnsinnig macht. Wie kann ich mich besser abgrenzen? Ja, indem du dich abgrenzt, indem du es lässt, indem du einfach deinen Job machst, nach Hause gehst und ein nice, geiles Leben lebst. Und nicht versuchst, irgendwelche Schüler zu retten, die, weiß ich nicht, überhaupt gar nicht gerettet werden wollen. Ich weiß, so das Thema Narzissmus kann man erst im Erwachsenenalter diagnostizieren und ich habe es hier mit Leuten im Alter von 10 bis 18 zu tun. Aber erwachsene Narzissten waren ja auch mal narzisstische Kinder und Jugendliche. Mensch, Leute, hört auf mit diesem Narzissten-Thema, ist doch scheißegal. Also erstmal, ja, Jugendliche tendieren sowieso vom Typ her dazu, von der Lebensphase dazu, müssen egozentrisch zu sein. Pff, so what? Das hat nichts mit Narzissmus zu tun und selbst wenn, die spielen dir einfach, dass du keine Grenzen hast. Ob du die jetzt magst oder nicht, diese Jugendlichen, das spielt überhaupt keine Rolle. Wie alle Menschen spiegeln auch diese Menschen dir, dass du, was ich total verstehen kann, das haben wir ja alle im Pluspol schon gemacht, aber es ist wieder ein Spiegel, dass du nicht genug auf dich achtest. Das ist die Botschaft. Guck nicht auf die anderen. Ich kann ja nochmal dieses Video verlinken. Das Einzige, was wichtig ist zu wissen, oh, diese scheiß Fliegen hier, ey. Das Einzige, was wichtig ist zu wissen, wenn du in einer toxischen Beziehung warst, das ist nicht, ob es ein Narzisst war, sondern warum, was waren meine Anziehungspunkte, dass ich da drin gelandet bin. So, das ist das Einzige, was zu wissen ist. Und das ist hier auch, du musst nicht wissen, was sie für Diagnose, also haben sie ja, das sind ja ganz normale Kinder, was, in allen Variationen und ja, was ist da zu wissen? Warum will ich verdammt nochmal immer Menschen retten? So, ne? Soll ich es einfach ignorieren, wenn ich ein derartiges Fall beobachte? Soll ich einfach mal ein Ding machen und Grenzen setzen? Ja, würde ich sagen, aber ich bin kein Lehrer, ich bin kein
Experte für Jugendliche, aber so sehe ich das. Sind Menschen in diesem Alter, wenn sie narzisstisch sind, das sind keine Narzissten, sind einfach Jugendliche. Schon verloren, ja, und selbst wenn es später Narzissten werden, du wirst sie nicht davon abhalten. Und ja, natürlich, also wenn du mich fragst, was du tun kannst, sei eine gute Lehrerin, führe ein nice, geiles Leben, sei du glücklich. Kann ich das aufhalten, dass sie als Erwachsene narzisstisch sind, das ist alles retten wollen, das ist alles retten wollen? Kann ich gar nichts tun? Doch, habe ich ja schon gesagt. Ja, ich bin im Rettungsmodus und sollte mich mehr abgrenzen. Und ich versuche es aber, meine Schüler sind mir wichtig und ich hasse es, sie leiden zu sehen, egal ob sie narzisstisch sind oder nicht. Das sind einfach Jugendliche in allen Variationen und die nerven manchmal total. Ja, ist so. Kinder können auch nerven, ja. Und auch Jugendliche können total nerven. Und trotzdem, also ich meine, mach das, was dein Job da ist. Und hör auf, andere Leute zu retten. Echt? Mein Job ist es, für sie da zu sein. Ja, aber ich glaube, du bist doch Lehrerin und hier nicht Entwicklungsberaterin, oder? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Naja. Sei einfach eine gute Lehrerin und eine gute Lehrerin, soweit ich das verstanden habe, setzt Grenzen. Setzt Grenzen für sich, für andere Schüler. Und damit hast du doch, hat man doch, glaube ich, schon genug zu tun als Lehrer, denke ich mal so. Ja, und auch in Erwachsenenbeziehungen geht es ja nicht darum, die anderen zu retten, sondern Grenzen zu setzen. Und damit hilfst du allen Beteiligten so, wenn du das auch noch liebevoll machst. Gut, ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Vielen Dank für deine tollen Videos. Ich freue mich für dich, dass es für dich so gut läuft, beruflich und privat. Es wäre auch schön, wieder so lustige Comedy-Videos von dir zu sehen und deiner Freundin. Ach, danke mal für so ein Feedback. Das ist tatsächlich immer eine Frage, wie das sowas so ankommt. Also, wie es ankommt, ist mir eigentlich wurscht, aber ob dir das gewünscht wird, könnt ihr gerne schreiben. Lass dich von den Hatern nicht anmachen. Du bist toll, liebe Grüße. Ja, alles klar. Danke. In diesem Sinne, wie war es bei dir?